In diesem Video zeige ich dir den Campingplatz Camping Soleil Le Bon in Frankreich, und zwar in Canet des Salars. Wenn ich das jetzt richtig ausspreche, weiß ich nicht, ich hoffe schon. Der Campingplatz befindet sich an dem wunderschönen Lac de Parlimp. Der ist hier im Hintergrund zu sehen. Und wenn du da Bock drauf hast, dann bleibst du dran und guckst dir das Video an. Bis gleich. Servus, schön, dass du dabei bist. Wir sind hier auf dem wunderschönen Campingplatz Camping Soleil Le Bon. Das ist ein 3-Sterne-Campingplatz. Der ist hier direkt an einem See. Ich zeige euch das mal eben. Du brauchst hier auf jeden Fall keine Badeschuhe, auch wenn es anfänglich hier so aussieht. Aber du hast ja Gott sei Dank hier den Strand, und der zieht sich wirklich hier rum, da hinten, da hinten. Du kannst auch mit dem Paddelboot darüber schwimmen, da ist auch so eine Bucht. Da kannst du auch, oder da ist auch so ein kleiner Strand, da kannst du auch schwimmen. Der See geht noch da um die Ecke und dann geht der noch da hinten überall lang. Ja? Also der geht auch da hinten noch überall lang. Also es ist hier echt riesengroß, dieser See, und der ist echt richtig schön. Kann ich dir nur empfehlen. So, hier vorne ist die Rezeption, hier kommst du reingefahren und dann gehst du hier rein, da wo Entree steht. Und dann gehst du da rein und dann ist da die Rezeption und die Bar gleichzeitig. Da sitzt eine nette Dame, die spricht fließend Holländisch, Deutsch und auch Französisch. Total nett, echt super. Hier sind normalerweise Hüpfburgen aufgebaut. Auf dem See da vorne siehst du einen Wasserspielplatz. Ja, das ist da, in dem Bereich. Da sind so ein paar Sachen, da kann man draufklettern und so. Echt geil. Du hast hier viele Stellplätze, die auch im Schatten liegen. So, also hier siehst du nochmal den Plan. Hier vorne ist die Rezeption, hier waren wir vorhin, hier sind wir reingefahren, hier ist die Bar. Und da kannst du abends was essen. Erstes Waschhaus, dann kannst du hier durchfahren. Hier die Plätze sind ganz super. Hier unten, die sind direkt am Wasser, erste Reihe. Erste Reihe kostet pro Tag in der Hauptsaison mit 2 Personen und ein Camper 38 Euro pro Nacht. Wir bezahlen jetzt 34 und ein paar kleine. Das ist nicht ganz günstig, ja. Du hast hier aber alle Sachen, die das Leben schöner machen. Du hast Tischtennisplatten, Basketballplatz, Fußballplatz. Du hast hier so einen kleinen Spielplatz. Zeige ich dir mal eben. Übrigens, da hinten stehen wir auch. Du hast hier, wie gesagt, parzellierte Plätze, die sind ziemlich groß, manchmal ein bisschen uneben, manchmal auch gerade, musst du gucken. Du hast hier kleine Buchten, kleine Strände, der See ist ein Traum, das Wasser ist total klar, du kannst hier jede Menge Wassersport machen, sprich auch Wasserski, Motorboot. Viele Leute habe ich gesehen, die haben hier so Dinger stehen, womit sie sich mit dem Boot ziehen lassen können, wie so eine Banane oder so ein Reifen. Das scheint hier wohl auch gut zu sein. Du hast hier auch 3 Waschhäuser, die sind ganz schön. Du hast hier Toiletten ohne Brille. Du hast hier Toiletten, wo du dich so hinhockst, kennst du aus Frankreich. Und du hast auch Toiletten, normale europäische Toiletten, sag ich mal, mit Brille. Alles das kannst du hier bekommen. Du hast hier Duschen, das ist hier sauber. Gestern Abend wollten wir duschen gehen, da war noch jemand, der hat hier noch sauber gemacht. Wir waren noch mal im Wasser. Wasser ist total herrlich warm. Die Adresse habe ich dir unten mal in die Videobeschreibung gepackt. Und dann kannst du hier gerne hinfahren, einen Zwischenstopp machen oder schon mal hier deinen Urlaub irgendwie für 2 Tage beginnen lassen. Wie lange sind wir jetzt gefahren bis hier? 4 Stunden? Ja. So, wir sind hier von Camping Barcelona, der liegt so 40 Kilometer vor Barcelona an der Costa Brava, 4 Stunden bis hierhin gefahren. Aber wir hatten aber noch einen Stau an der Grenze gehabt. Das war das Problem. Wenn man schläft, also wenn ihr während der Fahrt schlaft, dann geht es schneller, sagt meine Tochter. Also haltet euch dran. Du kannst hier auch ein Mobilheim mieten, wenn du willst. Und hier siehst du nochmal diese Mietmobilheime, die du dir hier mieten kannst. Hier beispielsweise die 80. Hast du auch noch einen Platz, ein Zelt daneben zu stellen. Hier ist die 81. Die gibt es natürlich in verschiedenen Größen.
für verschiedene Personenanzahlen. Den Rest guckst du dir einfach auf der Internetseite an. Und wie gesagt, hier kannst du auch anrufen, die sprechen auch Deutsch oder Holländisch oder Französisch und natürlich auch Englisch. Eine Sache ist mir auch aufgefallen, habe ich dir vielleicht noch gar nicht gesagt. Und zwar habe ich noch gar nicht gesehen, dass es hier irgendwie einen Supermarkt gibt oder so. Wenn man über diese Brücke fährt, in 4 Kilometer Entfernung ein Supermarkt sich befindet. Von daher gehst du vielleicht vorher einkaufen oder hast vielleicht alles dabei, wenn du nach hier kommst. Brot kannst du hier bestellen. Hab ich übrigens vergessen, sollte ich machen. Mache ich gleich noch. So, schön, dass du dabei warst. Viel Spaß beim Urlaub. Bis dann. Ciao.